Hallo und willkommen zur Alpenrevue. Dies ist nun das vierte Video, das sich mit den berühmten oder berüchtigten fünf Soloalben der Yes-Mitglieder beschäftigt, die in den Jahren 1975 und 1976 entstanden sind. Ich behandle diese fünf LPs in der chronologischen Reihenfolge ihres Erscheinens, also zuerst Steve Howe, dann Chris Squire und Patrick Moratz, die hatte ich bereits durchgenommen. Am 15. Juni 1976, inmitten des Sommers, erschien Ramshackled, das erste und einzige Soloalbum des Yes-Schlagzeugers Alan White. Für Alan White stellte dieses Projekt eine interessante Herausforderung dar. Als Schlagzeuger hatte er traditionell vermutlich die mühsamste Übung vor sich, wobei es genau in jener Zeit sehr viele großartige Schlagzeuger gab, die ihre eigene Band betrieben oder aktiv Soloalben aufnahmen. Bill Bruford, Pierre Morlin, Billy Cobham, Tony Williams, nur um einige zu nennen. Dennoch ist dies eine Rolle, die Alan White nicht unbedingt zusagt. Es überrascht also nicht, dass er seit dieser Erfahrung in 1976 nicht mehr eigenes Solomaterial produziert hatte und es bei diesem experimentellen Jahr beließ. Alan White hatte bei diesem Projekt zwei Trümpfe in der Hand und beide spielte er gekonnt aus. Zum einen darf man nicht unterschätzen, dass er sehr musikalisch ist und ziemlich gut Klavier spielen kann. Doch noch mehr wiegt hier seine vielseitige Karriere als gefragter Schlagzeuger, bevor er sich für immer als der Drummer von Yes niederließ. Und in den vorangegangenen Jahren hatte er mit einigen fähigen Leuten gearbeitet und einige dieser Kollegen rekrutierte er für dieses Projekt. Ramshackled ist also ein Widerhall seines musikalischen Werdegangs, bevor er der Schlagzeuger von Yes wurde und in Bands wie Happy Magazine respektive Griffin spielte, aber auch in der Band von Alan Price. Alan White ist kein Songwriter, kein Komponist und so brauchte er nicht nur fähige Musiker, was selbstverständlich war, sondern auch Leute, die imstande waren, Songs zu schreiben. Hierbei stellte er eine vierköpfige Band zusammen mit ihm am Schlagzeug, Pete Curtley an der Gitarre, Kenny Craddock an den Keyboards und Colin Gibson am Bass. Die drei genannten waren dann auch die Songwriter des gesamten Albums. Am Mikrofon hören wir überwiegend Alan Marshall. Als dann dieses Album erschien, würde es als eine massive Enttäuschung rezipiert, insbesondere von der Presse, die es mit einigen gravierenden Verrissen überzog. Aber auch die Fans waren sichtlich wenig angetan von dieser Platte. Doch hier ist das Problem. Die gesamte Initiative, dieses seltsame Yes-Intermezzo-Projekt, richtete sich in erster Linie an Yes-Fans. Es ist anzunehmen, dass außerhalb der damaligen Progressive-Rock-Gemeinde die Leute gar nicht wussten, wer Chris Squire oder Patrick Moratz sind. Ergo, es waren vor allem Yes-Fans, die hier zur Diskussion standen. Und die konnten mit dieser LP nicht sehr viel anfangen. Doch die eingefleischtesten Fans einer Band oder eines Genres fallen häufig durch die persönliche Engstirnigkeit auf und sind somit nicht unbedingt die beste Zielgruppe für einen Beitrag, der vielfältig ist und mühelos Genregrenzen sprengt. Die Kritiker warfen dem Album vor allem den eklektischen Stil vor. Und in der Tat ist es eine LP, die sich stilistisch kaum einordnen lässt und unentwegt zwischen Soul, Reggae, Jazzrock, Fusion, Funk und Progrock hin und her springt. Doch was ist, wenn die Wahrnehmung dieser Platte in Wirklichkeit mehr über die damaligen Kritiker aussagt, als über die Musik selbst? Ich möchte an dieser Stelle mit einem lauten Knackgeräusch die Lanze brechen für Ramshackled. Denn in Wirklichkeit ist es eine faszinierende Scheibe, die extrem reizvolles Material zu bieten hat. Ja, man muss emotional die Tatsache überwinden, dass dieses Album nicht wie aus einem Guss klingt, sondern mehr an ein chaotisches Mixtape erinnert, das irgendwer zusammengestellt hatte. Würde man mir sagen, dass dies in Wirklichkeit das Material von vier verschiedenen Bands ist, ich würde es glauben. Doch Eklektik hat mich ästhetisch noch nie abgeschreckt. Ich finde Alan Whites Album großartig. Es besitzt eine fabelhafte Frische und Launenhaftigkeit. Bei jedem Reinhören entdeckt man neue Details.
Die LP eröffnet mit dem wundervollen Soul-Lied Ooh Baby Going to Pieces, ein energetischer Song mit einer gewissen psychedelischen Note und einem sagenhaften Charme. Schon der nächste Track, One Way Rag, ist eine funkige Jazz-Fusion-Nummer, straff und extrem groovig, mit einem souligen Gesang. Tatsächlich hatte Yes im darauffolgenden Jahr das Lied eine Weile im Live-Programm gehabt, um so die Beiträge der einzelnen Musiker anzuerkennen. Doch nach wenigen Konzerten ließ man das Lied fallen, weil das Publikum unflätig gebuht hatte. Hardcore-Fans von Bands wie Yes oder Jethro Tull konnten in den 70ern und 80ern extrem intolerant sein. Ich bin alt genug, um mich noch an die Gespräche zu erinnern. Heute blickt man da mit einem starken Hauch von Nostalgie. Aber um ehrlich zu sein, da waren damals ein paar wirklich ätzende Betonschädel dabei, die im Kopf massiv unflexibel waren. One Way Rag geht zügig in das Jazz-Fusion-Stück Avakak, für mich eines der Highlights auf diesem Album. Ein siebenminütiges Stück, das mit einem sanften Klavier beginnt und dann in diesen quirligen Jazz-Funk übergeht. Hier kann Alan White richtig aufdrehen und seine Passion für Jazz und Latin-Rhythmen von der Leine lassen. Ebenso tritt hier auch der Jazz-Trompeter Henry Lowther und Steve Gregory am Saxophon in Erscheinung. Das Stück ist launisch, etwas funkig, doch zugleich auch seltsam melancholisch. Dann verliert es sich kurz in einer atmosphärischen Meditation, die schlagartig in einen straffen Jazzrock übergeht, der an einige frühe King Crimson-Tracks erinnert. Auf jeden Fall ein reizvolles Beispiel für energiegeladene Jazz-Fusion. Ich weiß zwar nicht, was das Wort Avakak bedeutet, aber es hört sich irgendwie nach Inuit an. Hinzu kommt, dass das Stück im Finale in eine enigmatische, sehr archaisch klingende Musikpassage übergeht, die vielleicht meine Interpretation oder meine Deutung des Wortes unterstützt. Den Abschluss der A-Seite bildet nun plötzlich ein Song in einem ganz anderen Genre. Das folkige und doch leicht an einen Soundtrack erinnernde Song of Innocence ist eine lächelnde, sentimentale Nummer mit den Lyrics von William Blake. Hierbei lud Alan White seine Yes-Kollegen John Anderson und Steve Howe ins Studio, um entsprechende Gesang- und Gitarre-Passagen einzuspielen. Herausgekommen ist dabei ein sanftmütiger, melodischer Song, der den Frühling heraufbeschwört. Die B-Seite beginnt fulminant mit dem großartigen Fusion-Track Giddy. Großartige Musik, toller Sound und eindeutig ein weiteres Highlight auf diesem Album. Hier kommt auch ein Orchester zur Geltung, akzentuiert und fulminant, arrangiert von David Bedford, der in jenen Jahren auch intensiv mit Mike Oldfield gearbeitet hat. Die nächste Nummer ist Silly Woman, vermutlich das eine Stück auf diesem Album, das mir am wenigsten gefällt. Es ist ein reiner Reggae-Song und grundsätzlich nicht schlecht, auch wenn es mehr wie eine Imitation von Reggae anmutet. Interessanterweise ist das die eine Nummer, deren Ausschnitt meistens gezeigt wird, wenn eine Doku über Yes gedreht wird und dieses kurze Kapitel in Alan Whites Karriere beleuchtet wird. Das Stück ist nicht ohne Charme und hat einige nette Steel-Drum-Stellen, gespielt von Andy Phillips. Marching into a Bottle ist ein kurzes, folkiges Intermezzo, gerade mal 2 Minuten lang, geschrieben von dem Keyboarder Kenny Craddock, doch bestehend aus spanischen Gitarren und Querflötenmotiven, gespielt von Steve Gregory und Bud Beadle. Ein charmantes kleines Zwischenspiel. Everybody, die vorletzte Nummer dieses Albums, ist ein treibender transatlantischer Jazzrock-Song mit großartiger Energie. Eine kurzweilige Nummer mit einem wüsten Steel-Drum-Solo und einer intensiven Spannung. Zugleich scheint es, als ob an den Rändern dieser Musik unentwegt kleine Sound-Experimente passieren. Alan White spielt hier die unterschiedlichsten Trommel- und Percussion-Arten, die im Hintergrund wie ein ferner Donner grollen. Und dann kommt der letzte Track dieses Albums, Darkness, Teil 1 bis 3. Ein beeindruckendes Finale, das mit einem souligen Jazzrock-Thema beginnt, das sich immer mehr steigert und dann mühelos in den nächsten Part übergeht. Tolles Gitarrenspiel von Peter Kirtley und stimmungsvoller Einsatz von Orchesterstreichern. Der finale Teil ist ein melancholisches Gesangsstück, das großartig in die Atmosphäre der späten Nacht passt. Toller melancholischer Trompeteneinsatz von Henry Lowther. Das Lied beschwört hier plötzlich die cineastische Atmosphäre der 60er Jahre herauf, bevor die Musik erstirbt und das Album vorüber ist. Grandios und sichtlich ein weiteres Highlight hier.
Für mich besteht kein Zweifel daran, dass von den fünf hier behandelten Soloalben der Jahre 1975 und 1976 Ramshackled von Alan White der mit Abstand am meisten unterschätzte Beitrag ist. Denn in Wirklichkeit ist dies ein großartiges, launenhaftes Album, das nach 45 Jahren noch immer seiner eigentlichen Entdeckung harrt. Ich gebe hier deshalb 4 Sterne, ohne mit der Wimper zu zucken. Alan Whites Album liegt bei mir sicherlich mindestens einmal im Jahr auf dem Plattenteller oder ist ein angenehmer Begleiter in meinen Kopfhörern, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Damit hätten wir also 4 der 5 Soloalben der einzelnen Yes-Mitglieder behandelt. Nur einer hielt sich noch immer bedeckt, der Sänger John Anderson. Sein Soloalbum ließ auf sich warten. Ich wäre ja nicht überrascht, wenn anderthalb Jahre zuvor er es gewesen war, der diese ganze Idee ins Rollen brachte. Und die ganze Sache mutete verdächtig an, denn er hatte als einziger keine seiner Bandkollegen gefragt, hier und da einen Track einzuspielen, so wie es in den anderen 4 Soloalben der Fall war. John Anderson war zu diesem Zeitpunkt wie vom Boden verschwunden. Und was es damit auf sich hatte, dazu dann in der nächsten Folge der Albenrevue. Das war Ramshackled von Alan White aus dem Jahr 1976.